Also der Engel des Herrn oder der Engel Jahwes, der wird eben des Öfteren im Alten Testament erwähnt. Und das allererste, was auffällt bei dieser Figur, dass sie etwas Besonderes ist. Und zwar im Gegensatz zu anderen Erscheinungen, die man Engel nennt oder Boten. Das Wort heißt eigentlich Bote aus dem Hebräischen und kann Verschiedenes bezeichnen. Ist, dass dieser Engel unterschieden wird von anderen, die so genannt werden, dadurch, dass er mit Gott selber assoziiert wird. Und da schlage ich vor, dass wir gerne mal ein paar Bibelstellen zusammen uns anschauen, die das illustrieren. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 9, würde ich mal nehmen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deinen Herren und demütige dich unter ihrer Hand. Genau, da haben wir erstmal diesen Engel des Herrn, der auftaucht bei der Hagar. Na, kurze Vorgeschichte, die Hagar ist in die Wüste geschickt worden mit ihrem Sohn Ismael und war da nah am Verdursten. Und da erscheint ihr diese Figur, der Engel Jahwes, der Engel des Herrn, und weist sie an, zu Sarah zurückzugehen und zu Abraham. Und jetzt was interessant, also hier taucht dieser Engel des Herrn erst einmal auf. Na, jetzt können wir mal ein Fragezeichen hintersetzen, wer könnte das sein? Bitte noch einmal Vers 10, weil das müssen wir uns merken. Unsere Ausgangsüberlegung war ja, dass dieser Engel mit Gott assoziiert wird. Bitte jetzt noch einmal Vers 10, Barry, das wäre super. Okay. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein wird. Wunderbar. Also wir sehen hier diese Figur, der Engel Jahwes, der taucht nicht nur auf und als ein Helfer, der von Gott gesandt ist und sagt, du kehr mal zurück zu Abraham und Sarah und warte mal auf weitere Instruktionen, sondern dieser Engel gibt der Hagar eine Verheißung. Und im Grunde gibt er ja eine Verheißung, die allein Gott geben kann, ja. Er sagt, ich will deinen Samen oder deine Nachkommenschaft so zahlreich machen, dass man sie vor Menge nicht zählen kann. Wir wissen, dass dem Abraham so etwas verheißen wurde von Gott selber. Mehrungsverheißung ist im Alten Testament grundsätzlich ein göttlicher Segen, der kann nicht von jemand anderem als von Gott kommen. Und da stellt man sich hier schon an der Stelle die Frage, wie kann der Engel des Herrn diese Verheißung geben? Hier wird ihm ein Vorrecht Gottes zugeschrieben. Das ist die erste Überlegung, die hier auf, oder das erste, was hier auffällt und was zu der Überlegung führt, dass dieser Engel des Herrn nicht einfach irgendein Engel ist. Wir können mal in Kapitel 22 der Genesis gehen. Wir bleiben also in diesem Bibelbuch, im ersten Buch Mose. Und gehen in das 22. Kapitel hinein und lesen Vers 11 und 12. 1. Mose 22, Vers 11 bis 12. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Vorgeschichte kennen wir alle, die wir hier sind. Ich breche das mal für die Zuschauer runter. Ihr Lieben, was ist passiert? Der Abraham, dem wurde von Gott eine Prüfung auferlegt. Gott hat zu Abraham gesagt, er möge seinen Sohn Isaak auf einem Brandopferaltar opfern. Das war für Abraham ein schwerer Schlag. Warum? Weil er eigentlich von Gott die Verheißung hatte, dass ihm durch diesen Sohn eine reiche Nachkommenschaft zuteil werden würde. Und das Problem war, dieser Sohn hatte noch keine Nachkommen zu dem Zeitpunkt. Und Abraham war sich bewusst, wenn der tot ist,
wie soll sich die Verheißung erfüllen? Er war sich dessen bewusst, dass Gott die Macht hat, das durchzusetzen, aber es war eine harte Probe. Und jetzt hat der Abraham seinen Sohn Isaak doch tatsächlich auf diesen Brandopferaltar gelegt und wollte ihn gerade töten. Just in diesem Moment, steht hier in Vers 11, rief der Engel Jahwes, der Engel des Herrn, vom Himmel her ihm zu, dem Abraham, und sprach: Abraham, Abraham, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts zuleide, denn nun weiß ich, dieser Engel des Herrn ist der Redende, ja, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn mir, dem, der mit dir redet, dem Engel des Herrn, nicht vorenthalten hast. Wem wird dann ein Opfer dargebracht? Gott. Das legt doch den Verdacht sehr nahe, dass es sich bei dem Engel des Herrn hier um eine Gotteserscheinung handelt. Aber wir finden noch mehr in der Genesis, wo wir sehen, okay, dieser Engel wird offensichtlich unterschieden von einem gewöhnlichen Engel. Zum Beispiel, wenn wir in Kapitel 48 uns vorwagen, der Genesis, Vers 16. 40, Vers 16, ja. Der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben, und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Was lesen wir hier? Hier ist der Jakob, der bezeichnet Gott oder vielmehr den Engel des Herrn erstmal als den Engel, der mich erlöst hat aus aller Not. Diesem Engel wird Erlösung, Rettung zugeschrieben. Der mich erlöst hat aus aller Not. Das ist im Alten Testament, es ist Erlösung, ein Begriff, der taucht auch in den Propheten an einigen Stellen auf. Gott als der Erlöser Israels, der einzige Erlöser, der einzige Retter, der einzige Heiland. An der Stelle muss man sich auch fragen, wieso wird dem Engel des Herrn das Attribut des Erlösers zugeschrieben? Das ist eigentlich ein Vorrecht oder eine Ehre, die Gott allein gebührt, dass man ihn als Erlöser bezeichnet, als Heiland, als Retter, als rettender Gott. Und richtig interessant wird es dann eigentlich im zweiten Buch Mose. Weil da haben wir eine Begegnung mit dem Engel des Herrn, die vom Textzusammenhang her diesen Engel des Herrn unmittelbar mit Gott assoziiert. Bisher haben wir Texte gehabt, daraus haben wir geschlussfolgert, dass da irgendwie was Besonderes ist mit dieser Figur. Dass sie göttliche Vorrechte wahrnimmt, sogar göttliche Titel trägt. Aber wir haben einen Text in Exodus, im zweiten Buch Mose, wo dann ganz klar der Bibeltext selber diesen Engel des Herrn mit Gott assoziiert. Lad uns alle mal ein, Exodus Kapitel 3 aufzuschlagen. Da geht es um die Begebenheit des Propheten Mose an dem brennenden Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und da lesen wir in Vers 2 zunächst einmal kurze Hintergrundgeschichte: der Mose besteigt den Horeb, den Berg, und kommt an einen Busch und sieht in einiger Entfernung, da steht ein Busch in Flammen, der brennt, aber nach allem, was Mose erkennen kann, verbrennt er nicht. Also der wird nicht vom Feuer verzehrt. Und Mose denkt sich, Mensch, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz alltäglich, das könnte man sich mal näher ansehen. Und jetzt geht er tatsächlich in die Nähe dieses Busches. Und jetzt sagt uns der Bibeltext: Da erschien ihm der Engel Jahwes in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch heraus. Und er sah ihn, Mose sah den Engel des Herrn, er sah ihn, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, aber er wurde nicht verzehrt. Und jetzt, Vers 4 ist interessant. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen,
rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Also, wir haben in Vers 2 gelesen: Da erschien ihm Mose, der Engel Jahwes, der Engel des Herrn. Mose sieht diese wundersame Erscheinung und nähert sich. Dann lesen wir in Vers 4, Barry hat es vorgelesen: Als Jahwe, als Gott, der Herr, sah, dass Mose hinzutrat, rief, was, der Engel des Herrn? Wer ist denn da in dem Busch? Rief Gott ihm aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Und Mose sagt: Hier bin ich. Und spannend, es geht so weiter, dass er jetzt mit diesem Engel des Herrn ins Gespräch kommt. Ja, das ist ja der Sinn der ganzen Erscheinung. Gott möchte ihm etwas mitteilen. Und er sagt dazu ihm: Tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und jetzt fährt Gott fort. Was sagt der Engel des Herrn in dieser Feuerflamme? Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Dieser Engel des Herrn, der sagt zu Mose: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Jetzt wissen wir auch, wer das ist und warum der Hagar eine Mehrungsverheißung geben konnte, dieser Engel des Herrn, wie er sie einst Abraham gegeben hat. Ja? Also hier ist die Brücke geschlagen. An der Stelle kommen wir nicht drum rum, dass der Bibeltext den Engel des Herrn, den Engel Jahwes, mit Jahwe selbst assoziiert. Hier ist nicht nur ein Abgesandter Gottes. Hier ist Gott selbst in der Gestalt eines Abgesandten. Das ist der springende Punkt an der Stelle. Und wir sehen also, er begegnet uns hier direkt dem Mose im Dornbusch und stellt sich vor als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es geht noch weiter. Dieser Engel des Herrn, der redet noch weiter mit Mose. Und zwar ab Vers 13. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden: Was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Also hier haben wir eine der schärfsten Offenbarungen Gottes im Alten Testament. Er gibt sich zu erkennen als der, der ist. Jahwe, der Seiende, der Existierende, der Gott schlechthin. Ja? Der von nichts abhängig ist, aber von dem alles abhängig ist. Und dieser Name Jahwe, der ist reserviert. Das ist genau wie Adonai. Es ist reserviert für den Gott Israels und für den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Kein anderer heißt so. Aber wer redet da? Wir erinnern uns an Vers 2. Wer erscheint dem Mose? Der Engel des Herrn. Also hier haben wir eine ganz klare Assoziation zwischen Jahwe selbst und dem Engel Jahwes, der Gestalt, in der Gott Jahwe erscheint. Und wir sehen, das geht weit über das hinaus, was wir sonst in der Bibel an irgendeiner Stelle über Begegnungen mit Engeln, mit Boten lesen. Seien es jetzt irdische Boten, Menschen, oder seien es himmlische Boten, Geistgeschöpfe aus der unsichtbaren Welt. Ja?
Wir lesen zum Beispiel von dem Engel Gabriel, der Maria die Geburt Jesu angekündigt hat. Oder wir lesen von der Begegnung des Engels mit Zacharias, der die Geburt Johannes des Täufers angekündigt hat. Wir lesen in der Offenbarung von mehreren Begegnungen des Apostels Johannes mit einem Engel. Und in jedem dieser Fälle, das ist sehr interessant, der Engel ist ein Abgesandter, er gibt eine Botschaft weiter und wenn er alles gesagt hat, ist alles gesagt und dann verschwindet er wieder ins Nichts. Ja? Und an zwei Stellen in der Offenbarung, wo Johannes so überwältigt ist von dem Engel und von dem, was er gesehen hat, dass er Gefahr läuft, vor ihm niederzufallen, um ihn anzubeten, da schüttelt ihn der Engel sozusagen durch und sagt, Junge, bete Gott an, ich bin ja nur ein Bote, genau wie du. Ja? Ich bin ja nur, in Anführungszeichen, ein Engel. Bete Gott an. Aber der Engel des Herrn im Alten Testament, der tritt ganz anders auf. Der redet als Gott selbst. Ja? Das ist doch erstaunlich. Ich, sagt dieser Engel, bin der Gott deines Vaters Abrahams und deines Vaters Isaaks und Jakobs. Ja? Das ist also eine ganz andere Hausnummer. Und da muss man sich schon ernsthaft die Frage stellen, was ist hier schiefgelaufen, ja, wenn man das nicht sieht. Ja? Es liegt nicht am Bibeltext, dass man das nicht erkennen kann. Der Text ist eigentlich, der Textbefund relativ deutlich, nicht relativ, der ist eindeutig. Ja. Relativ sind ja oft menschliche Meinungen, aber der Bibeltext, er lässt uns hier eigentlich keine Luft nach links und auch nicht nach rechts.